Recht herzlich willkommen zur 111. Folge von City Skylines. Ja, letztes Mal haben wir hier so einen Damm bauen wollen und da kam die Kommunikation halt in den Kommentaren auf, was das denn bringen würde. Nix bringt das, weil hier das Land nicht unterschiedlich hoch genug ist und der Michael, der wollte dann auch noch in der Offshore-Anlage wissen, was die so bringt. Ist das jetzt eine Offshore-Anlage? Weiß ich nicht. Hier steht jetzt fortschrittliche Windturbine. Ausgangsleistung 20 Megawatt. Ja, 6 Stück davon würden den Damm erbringen. Ja, das Entscheidende ist, kann man das hier irgendwo sehen? Ne, kann man nicht wirklich hier sehen, ne? Dass wir einen Höhenunterschied brauchen würden, um diesen Damm sinnigerweise zu benutzen. Jetzt ist nur die Frage, gäbe es hier sowas? Ich glaube, selbst hier ist der Küstenstreifen relativ flach, das heißt, selbst da würde nichts passieren. Wenn wir jetzt hier mal ins Dingens gehen. Ne, das war verkehrt. Oder? Ne, hier kann man nicht sehen, wie. Das ist ja Wasser. Wasser, Wasser ist verkehrt. Strom brauchen wir, so ist es. Und dann den Damm. Und dann sieht man hier. Hier sowieso keine Bewegung drin, wie man sieht. Ne? Minimal fließt dann das Wasser da ab. Das würde auch nichts bringen. Hier ist zum Beispiel eine relativ hohe Möglichkeit, einen Damm zu bauen. Das würde aber das Land hier unter Wasser setzen. Bringt also in dem Sinne bei uns auch nichts. Wenn wir hier machen, steigt das Wasser auch an. Wäre auch nicht so dolle. Ja, hier ist wirklich hoch. Ne? Da sind ein paar Geländestufen. 1, 2, 3, 4 Geländestufen könnte man zumachen und dann würden sie alle absaugen. Wahrscheinlich. Also der Damm, den wir hier hatten, der hat es auch nicht gebracht, ne? Das ist klar. Hier könnte man jetzt gucken. Dann geht er sowieso nur. Will ja nichts bringen da. Da darf er gar nicht gebaut werden. Da Geländestufen, da wären sie, 16 Megawatt, bringt nichts. Gut, das Thema ist eigentlich dann durch. Da braucht man eine schöne Karte hier, alpenmäßig oder sowas, wo Täler sind, wo richtig Wasser gestaut werden kann. Da rentiert sich das. Der Höhlenhund 123 hatte das gesagt, mit der Alpenkarte, dass er da eine gefunden hatte, die dafür gut geeignet gewesen wäre. Jo, gut. So, dann hat der Höllenhund aber noch gesagt, dass er irgendwo in meiner Folge letztens so einen schicken Stau gesehen hat. Und da müssen wir mal reingucken. Das war im. Wir haben neu gebaut. Das war hier, wo wir neu gebaut haben. Und da war der Stau. Ich glaube, der war hier, meint er bestimmt. Ja, okay, aber das ist so ein Ding, ne? Ja, hier stehen sie auch. Da kannst du einfach nichts dran machen, das ist so. Ne, die stehen hier ganz normal vor einer roten Ampel, würde ich sagen. Und der Stau, der kommt hier von der Straße, also von der Autobahn runter, ne? Irgendwie sprang das jetzt gerade, keine Ahnung warum. Ne, also die fließen ja noch ab, das ist ja noch wenig. Da haben wir ja schon ganz andere Probleme gehabt. Gut, hier sind zig Häuser, die abgerissen werden wollen. Machen wir mal, ne? Welches ist denn das? Das im Hinterhof, ja. Keine Ahnung warum. War das jetzt Kommerz? Ich glaube, das war Kommerz. Die haben dann wahrscheinlich keine Arbeitskräfte. Hier oben gibt es sowas auch noch. Da ist nur einer. Aber es wird sich einpendeln. 80.900, die Stadt wächst ja auch noch. Alles gut dann. Wie sieht's hier so aus? Ganz nett. Wächst und gedeiht. Hier sind, glaube ich, noch Wohnflächen frei, oder? Müssen wir mal gerade reingucken. Jo. Also, okay, die haben Wasser, die haben nur gebraucht, bis sie angeschlossen worden sind. Ganz einfach. So, wie sieht's hier aus? Hier sehe ich auch keine schlechten Stellen, bis auf diese beiden. Da war die Feuerwehr nicht zeitig da. Ah, das ist wieder so eine Stelle, wo du nicht weißt. Musst du nah ranzoomen, damit du es kriegst. Aber wenig, wenig. Oh, warte mal, hier müssen wir. Nee, das können wir dann.
Hier wieder zulassen. Wenig gerade, was zerfallen ist, ne? Sonst schweben hier doch immer überall die verlassenen Häuser rum. Selbst hier waren immer welche. Alles gut am Laufen gerade, oder wie sehe ich das? Alle glücklich und zufrieden. Sieht richtig gut aus momentan. Das ist ein Friedhof, okay. Die Industrie ist natürlich hier schäbig, aber kann man nichts machen. Da leuchtet das Blaulicht in der Stadt. Sieht alles gut aus. Warte, hier kann man noch wieder laufen lassen, den Friedhof. Da oben ist eine Mülldoppel. Die werden wir dann verschieben. Die kommt hier hinten irgendwo hin. So. Machen wir sie da hin. Machen wir eine Straße zwischen. Machen wir sie da hin. Und öffnen. Können wir gleich rüber gucken. Hier sind nämlich auch noch welche. Jetzt weiß ich gar nicht. Ne, die müssen nicht mehr verschoben werden, oder? Ne, die sind schon gut. Das ist alles im grünen Bereich. Das ist auch okay. Das ist auch okay. Das wird geräumt. Ja, das sieht schick aus. Ja, sieht zwar vom Braun her nicht so toll aus. Da sind noch zwei Häuser, die können wir auch abreißen. Hier sind jetzt bestimmt noch mehr, weil da ja auch welche waren, die gemeckert haben, dass sie keine Arbeitskräfte kriegten. Alles gut. Aber sind doch wieder welche. Da oben ist nur noch einer. Also es läuft. Gut. Da ist noch was. Ein Friedhof, der wieder arbeiten kann. Ja. Sieht so aus, als ob es gerade ganz nett ist, ne? Der wird geräumt. Da ist alles in Ordnung. Oh, hier ist schlechter, ne? Da muss man auch dann treffen, ne? Das. Wohl das. Da hinten hat's gebrannt. Okay. Das ist hier noch ein Problemviertel dann, ne? Ist doch die? Ja, ist doch die. Ich weiß gar nicht, welche Industrie jetzt hier sitzen darf und welche nicht. Wir hatten das, glaube ich, umgestellt. Die Ölindustrie hatten wir ja rausgenommen, weil kein Öl mehr da ist, ne? Arbeitskräfte fehlen da. Das ist, hier sieht man überall. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir uns um die Arbeitskräfte kümmern. Das liegt nicht daran. Das ist der, ja. Liegt nicht daran, dass hier keine Industrien sich ansiedeln wollen, sondern es liegt definitiv daran, dass keine Arbeitskräfte da sind. Ist aber eigentlich nicht so angezeigt, ne? Das sind die falschen Arbeitskräfte dann, ne? Ja, das Spiel hier wird weitergehen, ne? Das ist so. Da kannst du immer abreißen, weil immer irgendwo welche aufgrund vom Mangel von Arbeitskräften. Was ist denn das für ein Symbol? Warte mal, da müssen wir mal erst den ausmachen, sonst haben wir es abgerissen, ne? Nicht genügend Treibstoff. Ölkraftwerk, okay. Ich wusste gar nicht, dass wir ein Ölkraftwerk haben. Haben wir irgendwann gebaut. So, in reduzierten Betrieb, Ausgangsleistung, aber... Ja, die Ölindustrie hatten wir hier, ne? Da war das alles einfach. Jetzt ist sie nicht mehr da, jetzt geht's nicht mehr, oder? Lass uns mal gerade reinschauen. Es ist aber noch ein Gebiet. Ne, das... Doch. Da, da. Ne, das ist jetzt Blödsinn, was wir machen. Wir müssen hier über die Ressourcen gehen. Dann sehen wir, ob noch Öl da ist. Ja, es gibt noch Öl. Hier oben vor allem. Müsste man erstmal dahin bauen, ne? Und hier unten ist auch noch ein Fleck.
Da ist schon alles leer gesaugt. Die Schwarzen hier sind aber Ölindustrien. Müsste man da nochmal erschließen, ne? Wie sieht's aus? Da würde auch sogar was gehen. Haben wir gar nicht gemacht. Können wir industrietechnisch was hinbauen, oder? Da machen wir mal nichts hin, weil da eine Straße durch soll, oder wie? Da hätten wir da noch die Möglichkeiten. Warte mal. Die Straße ist da ja zu Ende. Wir könnten sie dann da auftrennen. Machen wir so, oder? Nee, das ist ja schon zu kurz. Ja, so geht's, ne? Da müssen wir das machen. So. 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 Okay. Fertig. So, das lassen wir da mal gut sein erst. Jetzt würde ich sagen, kümmern wir uns um Kommerz. Dicht besiedeltes Gewerbe. Da, den weg, dahin, gut. Dahin. Da auch noch. Jetzt wäre es noch schön, das zu sehen. Okay. Haben wir jetzt noch in einem Bereich, wo Erdöl gefragt wäre oder machbar wäre, ne? Ja. Industrie. Hier unten würde ich jetzt... Machen wir das weg. Das auch. Die machen wir auch weg. Und dann machen wir noch ein bisschen Kommerz hin. Und dann machen wir hier noch Blocks. Nee. Und mal kleine Häuschen hier rum hin. So, am Wasser. So, Industrie ist nicht gefragt, sondern eigentlich Kommerz. Können wir da noch Kommerz bauen? Hier wäre auch noch möglich. Können wir noch verbinden. Hier sind noch Flächen frei. Machen wir da noch ein bisschen Kommerz hin, ne? Da hat man für eine Straße durchlassen gemacht. Da auch noch zum Erweitern. Da noch was hin. Ja, mit dem Kommerz ist das so eine Sache, ne? Können wir überall machen. Hier vielleicht noch was. Da müssen wir noch eine Straße so durchmachen. Da würde ich sagen, das noch kommerzieren. Da geht noch was. So, dann kriegt der Kommerz überall noch ein bisschen was dazu. Hier würden wir sowieso keine Kreuzung machen, die käme dahin. Dann machen wir da noch Kommerz, genau. Ah, hier hinten hat man noch was weggenommen, da können wir... Warte mal, da müssen wir da farblich ändern und da auch. So, jetzt blau machen wir da. Passt, da eine Straße rein.
Alles gut. Ich glaube, das haben wir freigelassen für irgendwelche anderen Aktivitäten. Ja. Der Kommerz ist jetzt runtergegangen. Oh, hier sind noch zwei Mülldeponien, die können wir noch verschieben. Dann nehmen wir die da weg und bringen die gerade noch darüber. Da oben. Ja, die müssten jetzt andersrum sein, ne? Da müssen wir ja Straßen bauen. Wie viele Kästchen sind denn das? Gute Frage. 4, ich glaube 8 Kästchen. 3, 4, 5. Boah, schwierig, ne? Machen wir das Tool wieder an. Ich glaube, da klingt er dann ein, dann passt das, ne? Hat er jetzt eine Kreuzung gebaut? Ne, ne? Jetzt macht das. Und da müsste dann auch eine Straße lang, aber das geht wieder nicht, ne? Super, oder? Doch, das geht. Interessant. So. Dann aus dem Straßentool raus und dann wieder das Ding geholt. Zwei Stück waren es. Die waren hier drüben irgendwo. Hier, ne, oder? Ja. Und verschieben. Da. Ja, ob da eine Straße durchgeht, ist dann fraglich, aber ist jetzt auch egal. Die zweite Deponie noch geholt. Hier war sie. Da. Gut. Und, ja, die können wir da nicht hinbauen, die müssen wir dann da hinbauen. Und zwar so. Ja. Und öffnen. Gut. Die drei werden geleert, alles prima. Ja, okay. Da fehlt einem Wasser. Das kriegen wir gerade auch noch in den Griff. Ist ja krass, oder? So, jetzt kriegt er auch Wasser. Dann läuft's. Gut, okay, dann würde ich aber sagen, soll's für die Runde auch reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Okay, bis dann. Tschüss.